Schwelle dessen Dasein. Erinnern Sie sich an diesen Moment. Es ist ein großer Moment. Denn in späteren Jahren werden Sie einmal danach beurteilt werden, was Sie heute wagen zu werden. Deutschlands eiserne Jugend. Vollmer Paul, in diesem Grund 53, geboren 18.11.99. Korrekt? Jawohl, Offizier. Ich bin mir sicher, dass ich die meisten von Ihnen hier in der Heimat bald wiedersehen werde. Entschuldigung. Die gehört schon wem? Das Schwert mit Ehren zurück in die Scheide gesteckt. War ihr wohl zu klein für den Kerl, ne? Da kommt ihr mal wieder vor. Hier, Mart J. Danke. Mit einem eisernen Kreuz an der vor Stolz gestellten Brust. Meine Herren, Sie kämpfen in einem absoluten Drecksloch und tun dies mit einer sauberen G98 gefälligst. Sie werden sie verwöhnen, sie werden sie lieben und verdammt, sie werden sie makellos halten wie die Schenkel der heiligen Jungfrau. Haben wir uns verstanden? Jawohl, Herr! Blumenthal. Samuel. Dresden. 6. November 1900. Der hatte gestern Geburtstag. Von Gallwitz Gustav. Aber täuschen Sie sich nicht! In den dunkelsten Stunden wird es dort draußen auch vorkommen, dass sie vor einem Angriff zweifeln. Aber dies ist keine Zeit für die Schwäche des Geistes. Jedes Schwanken, jedes Zögern ist ein Verrat am Vaterland. Ich komme nicht, ich bin heim. Ich bin heim. Ja. Denn der moderne Krieg ist wie ein Schachspiel. Vous demandez l'armistice, alors dites-le. Es geht niemals um den Einzelnen, sondern immer nur um das Gesamte. Die Zukunft Deutschlands liegt in den Händen seiner größten Generation. Meine Freunde, das sind Sie! Wir Kaiser, Gott und Vaterland! Mädchen, ich liebe. Aber heiraten, das geht noch nicht. Dann wird sie einen Mann. Ich vermisse meine Kameraden! Ein Mann wird alleine geboren. Er lebt allein. Und er stirbt alleine.